Was halt auch traurig ist. So, zum Thema Mikrofon. Also, ich habe das klassische Rode NT1A, das ja Gronkh damals auch benutzt hat, was ja zwischenzeitlich dann jeder YouTuber benutzt hat, bis dann die meisten entweder auf das Rode Procaster oder auf, auf dieses andere umgeschwenkt sind. Es gibt nämlich auch gerade noch ein anderes Mikrofon, was sehr beliebt ist. Die sind aber recht teuer. Es gibt auch günstige Mikrofone. Also sagen wir mal Studiomikrofone, diese großen Membraner. Da gibt es auch günstige und die sind auch schon echt gut. Ich denke so wirklich für den Anfang könnte es reichen, ein günstiges großen Membraner zu kaufen. Wenn man dann irgendwie größer irgendwo einsteigen möchte, denke ich, ist auch der Griff zu einem professionelleren Mikro nicht verkehrt. Ich habe mir halt das NT1A damals gekauft, weil ja ich gleich mal richtig groß angelegt habe ins Mikro. Mir dachte, wenn schon, dann richtig. Für damals gesehen war es ein Fehler. Ich hatte mir das Mikro 2014 gekauft mit dem Audio-Interface dazu. Merke, das NT1A braucht eine 48 Volt Phantomspeisung. Das heißt, man braucht dazu auch ein Mischpult, das das aufbringen kann. Ich weiß nicht, ob Mischpulte es heutzutage integriert haben oder ob Phantomspeisung mittlerweile so outdated ist, dass es gar nichts mehr, gar kein Mischpult mehr bringt. Ich überlege zum Beispiel, also ich habe ein Audio-Interface. Im Gegensatz zum Mischpult kann ich halt nicht abmischen, sondern mein Mikro laut und leise regeln. Und auch den Ausgabesound laut und leise regeln und das war's. Weil ich Mischpult einfach nicht brauche. Wobei ich überlege, mir ein Mischpult zu kaufen. Und da unter anderem das, was die meisten Streamer jetzt verwenden. Da muss ich aber erstmal drauf sparen. Das kostet, glaube ich, 380 Euro. Auch deswegen wäre es schön, wenn sich Twitch rechnen würde. Damit ich dann sozusagen da rein investieren kann. Das Geld, das ich vielleicht über Twitch einnehmen würde. Auf jeden Fall, für mich damals hätte es sich effektiv nicht gerechnet, das NT1A und das Audio Interface zu kaufen. Also für mich damals gesehen war es echt ein Fehler. Ich war dann froh, als ich meinen Gaming-PC zusammengebaut habe, dass ich das Mikro hatte, weil ich dachte mir so, ja, jetzt habe ich den Gaming-PC. Och, weißt du was, fängst du einfach mal aus Spaß an der Freude an aufzunehmen. Das war vor 5 Jahren. Ich habe mir 2017 meinen Gaming-PC zusammengebaut. Ich glaube, 50% der Komponenten sind mittlerweile ausgetauscht. Aber ich nehme immer noch auf. Damals angefangen mit Geheimakte Tunguska, weil ich mir dachte, jo, ich kenne das Spiel. Ich weiß, dass es recht flott durchzuspielen geht. Vor allem, da ich ja alles kenne. Also im Prinzip war es bei mir mehr ein Walkthrough als ein Let's Play. Dachte mir, okay, das ziehe ich dann einfach erstmal durch und gucke dann, wie es mir taugt mit dem Aufnehmen. Wenn es mir nicht taugt, dann lasse ich dieses eine Projekt stehen und gebe diese Let's Play Hobby Fantasie auf, komplett. Oder ich mache weiter. Und man hört ja, ich habe weitergemacht. Und die Sache ist, die ich halt empfehle, wenn man anfängt mit so einem Hobby, sollte man zwar auf Qualität achten, ich muss was trinken, ansonsten faspel ich mich zu sehr. Kurz durchatmen, weil ich komme gerade so ins Reden rein, da schleudere ich langsam. So. Also, wenn man anfängt mit so einem Hobby, denke ich, sollte man auf Qualität achten, ja. Aber auch realistisch bleiben. Mein Gedanke war immer, also während ich dieses Projekt hier mache, war mein Gedanke immer, dass ich ein kleiner YouTuber bin. Ich fange sehr klein an. In einer Welt mit sehr hoher Konkurrenz, wenn es ums Thema Gaming-Videos geht. Und da muss man einfach realistisch bleiben. Du wirst nicht von heute auf morgen der nächste Gronkh. Du wirst wahrscheinlich auch niemals der nächste Gronkh. Deswegen muss man sich auch überlegen, was ist mein Ziel? Mein Ziel damals war, dass ich das Aufnehmen vielleicht nutzen kann, um sozusagen Motivation zu finden, Spiele durchzuspielen, weil ich immer das Motivationsproblem hatte, Spiele durchzuspielen. Und mir so dachte, wenn ich mich dann quasi unter den Zwang stelle, Folgen produzieren zu müssen, dann habe ich vielleicht dadurch Motivation, Spiele durchzuspielen und mich über Passagen zu quälen, auf die ich auch nicht so Bock habe. Hat bisher gut geholfen.
Also es gab in einigen Spielen Passagen, auf die ich echt keinen Bock hatte. Und das Aufnehmen hat mir einfach geholfen, diese Passagen zu überspringen. So, und mein Anspruch war immer, ich mache Qualität. Ich mache es möglichst qualitätvoll, mit dem Gedanken, okay, wenn ich vielleicht doch mal den Durchbruch schaffe und dann tausende von Leuten auf meinem Kanal versammeln kann, dann möchte ich, dass meine ersten Videos nicht so cringe werden, dass man die sich gar nicht geben kann, sondern dass ich nach wie vor zu meinen frühen Videos stehen kann. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich das nach wie vor tun kann. Wie gesagt, bei Minecraft, du musst halt über irgendwas reden und zwischendrin wird es dann halt auch mal politisch, wenn mich irgendwas sehr berührt. Dann rede ich auch darüber und rede auch mit meiner Meinung darüber. Und bin, das erwähne ich auch mal, ich bin immer über andere Meinungen auch dankbar und froh, solange die vernünftig geäußert werden. Ne, sobald es dann irgendwie in Richtung Hass oder Cancel umschlägt, da bin ich dann auch nicht mehr glücklich drüber, weil ich mir denke, das ist kein vernünftiger Umgang in der Diskussion. Eine Diskussion besteht ja auch aus verschiedenen Meinungen. Deswegen will ich bei Minecraft mal reingucken, was ich so alles damals fabriziert habe. Vielleicht auch die eine oder andere Folge runternehmen oder runterladen und neu synchronisieren. Wenn ich mir denke, ey, das kann so nicht auf YouTube stehen bleiben, das wird in der Luft zerrissen. Ja, auf jeden Fall, mein Gedanke war immer, möglichst professionell zu bleiben. Und da war eine hohe Mikroquali am Anfang wichtig. Und lange Rede, kurzer Sinn. Man muss sich am Anfang klar machen, was sein Anspruch ist. Wenn du... Ah, da oben liegt er. Wenn du... weiß nicht, zocken willst zum Beispiel. Einfach nur zocken und mit Freunden quatschen, dann reicht ein Headset. Sogar billige Headsets haben schon eine sehr gute Qualität. Beziehungsweise manchmal haben teure Headsets eine echt beschissene Mikroqualität. Also meine Dozenten in der Uni für ihre Online-Seminare, die sie jetzt über Zoom zwangsläufig halten mussten, die meisten hatten recht billige Headsets. Ich weiß zwar nicht welche, aber oh, die wirken qualitativ so billig verarbeitet. So vom Aussehen her allein schon. Ich muss mal eben gucken, wurde ich gerade angerufen? Nein. Okay. Die wirken echt billig verarbeitet. So Callcenter-Headsets, sowas. Gut, sind wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen teurer, aber haben schon eine vernünftige Qualität zum Quatschen. Wenn du aber aufnehmen willst oder streamen oder whatever, irgendwas mit deiner Stimme wirklich machen und präsentieren, dann sollte es natürlich gut klingen. Wie gesagt, da kann ich schon, also ich kann kein Mikrofon direkt empfehlen, beziehungsweise doch das NT1A, das kann ich sehr empfehlen. Ich bin sehr zufrieden damit. Es hält jetzt schon 8 Jahre. Ich glaube, im April 2014 hatte ich mir das gekauft. Es hält 8 Jahre, ich habe bisher keine Probleme damit. Das Audio-Interface, das spinnt ein bisschen rum. Also ansonsten habe ich gar keine Probleme mit meiner Technik. Und ja, ich bin zufrieden. Das taugt für das, was ich machen will. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nutze mein Rode NT1A so lange, bis es mir halt wirklich auseinanderfällt. Also, weiß nicht, bis es Aussetzer hat oder was auch immer, dass es halt nicht mehr funktioniert. Ich denke zwar schon hin und wieder mal so, ach, ein neues Mikrofon. Aber dann, nee, ich habe ein Mikro. Es ist top. Es hat eine super Soundqualität. Und deswegen, warum wechseln? Okay, danke. Ja, immer gerne. Und ich glaube, Trust hat auch so gute Starter-Mikrofone. Also benutzt es jetzt gerade. Ja, das, was ich hier jetzt gerade vor meinem Mund habe, ist das Rode NT1A. Beziehungsweise Rode NT1A Complete Vocal Recording Solution heißt das Ding, glaube ich. Da ist auch die Spinne mit dem Popschutz gleich im Bundle mit drin. Ich glaube, man kann sich das Mikro auch ohne das Bundle kaufen, also ohne Spinne, ohne Popschutz. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mit Spinne und Popschutz ist schon gut. Ihr habt dann auch hier so ein Galgenstativ, nennt sich das. Das steht halt auf dem Boden mit einem Dreibein und da ist halt dieser Galgenarm ausgefahren und schwenkt halt von rechts vor meinen Mund. Viele YouTuber haben ja auch diese Tischstative,
diese Gelenkstative, die sie sich an den Tisch ranklemmen und dann immer so hin und her bewegen können, wie sie gerade lustig sind. Bin ich kein Fan von, weil wenn ich mal auf den Tisch klopfe, und es passiert häufig, wenn ich mich aufrege, dann hast du das halt voll im Mikro drin. Weil so hämmer ich auf den Tisch und das Mikrofon nimmt es halt auf, wenn es laut genug ist. Also zumindest ist das meine Befürchtung bei diesen bei diesen Tischstativen. Diese Tischklemmstative. Das ist meine Befürchtung, dass man meine Rages dann auch richtig über den Schock, über den Arm übertragen im Mikro hört. Und das muss nicht sein. Das mindert halt die Soundqualität. Finde ich. Und ja, wie gesagt, mein Anspruch von Anfang an war einfach eine professionelle Qualität. Dass ich die Videos von damals auch quasi hochladen könnte und man denken könnte, die sind von heute. Also klar, damals war ich noch ein bisschen kleinlauter und auch schüchterner. Ich glaube, wenn ich meine geheimachte Tunguska-Videos gucken würde, die wären unheimlich cringe wahrscheinlich. Aber ich habe trotzdem damals auch schon darauf geachtet, dass die Videos rund sind, dass die sich gut gucken lassen. Hat auch am Anfang gedauert, bis ich glücklich war mit dem, was ich getan habe. Aber ich muss auch sagen, mein Anspruch war es, auch mich nicht zu übernehmen. Weil so schneiden, Thumbnails erstellen, mache ich, weil ich es quasi muss. Das Video muss halt rund werden und deswegen das Nötigste, was ich schneide, ist halt am Anfang das Video einblenden, am Ende das Video ausblenden, weil ich mir so denke, also ich finde es persönlich unangenehm, wenn so plopp das Video ist da. Und dann geht es auch schon direkt los, zack, 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 rein ins Geschehen, finde ich unangenehm, wenn nicht irgendwie ausgefädelt wird. Oder eingefädelt wird. Und deswegen habe ich ihm gesagt, okay, mache ich das rund. Dass es halt langsam einfädelt und ausfädelt am Ende. Und sogar so ein bisschen Gedudel am Ende ist. Ursprünglich hatte ich da auch am Ende meiner Videos immer Dinge verlinkt. Also meinen Kanal unter anderem. Die Playlist des Videos. Und ich glaube, ich habe auch immer das aktuellste Video. Nee, das nächste Video, genau. Hatte dann immer das nächste Video in den Abspann mit reingezogen und die Playlist und meinen Kanallink. Habe ich mittlerweile auch nicht mehr gemacht, weil das ist mir einfach zu viel rumgebullshitte. Wenn ich irgendwann mal Geld mit meinem Zeug verdiene, dann hole ich mir einen Sklaven, den ich dafür bezahlen kann, dass er das da alles aktualisiert. Ansonsten bleibt es so. Aber trotzdem, die Outros, die lasse ich immer noch stehen. Eben auch mit dem Gedanken, ja, vielleicht mache ich trotzdem irgendwann mal wieder Abspanne. Ich habe auch eine Liste mit Abspanne, die noch ausstehen, so habe ich die genannt. Ja, es ist auch schon Jahre her, seit ich Abspanne gemacht habe. Ich glaube, da habe ich gerade noch Assassin's Creed 2 aufgenommen. Das ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Ja. Aber es sollte irgendwo rund sein. Und deswegen auch die Thumbnails. Ich hatte am Anfang Thumbnails mit gleichbleibendem Hintergrund, wo ich nur die Folgennummer ausgetauscht habe. Und bin nach Mass Effect, beziehungsweise nach, nee, gar nicht. Meine ersten 4 Projekte waren ja Mass Effect 1, beziehungsweise Geheimakte Tunguska, Mass Effect 1, Lego Star Wars, die komplette Saga und Geheimakte 2. Ich glaube nach Geheimakte 2, ich glaube das war das letzte von den Projekten, bin ich auf Thumbnails mit Screenshots umgestiegen, weil ich damals in eine Let's Play Gruppe beigetreten bin. Die gibt es in dem Sinne heute nicht mehr. Der Kanal ist stillgelegt erstmal. Ich habe auch den Kontakt verloren, weil es da Streitigkeiten gab, die nicht von mir ausgingen, by the way. Also ich wollte die Streitigkeiten klären. Habe auch gesagt, es ist so unnötig, sich darüber zu streiten. Aber der eine meinte, nö. Okay. Dann gab es halt Diskussionen. Mit dem zweiten habe ich mich recht gut verstanden. Und der meinte dann auch so, nee, lass mich in Ruhe. Okay, dann halt nicht. Und ja, da ist es dann halt auseinandergegangen und ich habe da die Anregung bekommen, ey, mach bitte mal Thumbnails mit Screenshots. So dieses ewig Gleichbleibende ist Kacke. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und bin auch dabei geblieben, weil ich mir so dachte, ist schon ganz hübsch. Das Witzige ist auch, ich wurde nicht aufgefordert, das zu machen. Ich wurde quasi gezwungen. So nach Motto, ey, wenn du Videos auf unserem Kanal haben willst,
Macht es so. Macht es so, wie ich das haben will. Dachte mir so, okay, ist halt die Voraussetzung für den Kanal. Ja, dann mache ich das halt. Habe ich auch ewig nicht gemacht teilweise. Weil der Typ hat gesagt, jo, hier so in dem Stil soll ich das machen. Okay, ja, kann ich das File von dir haben? Was benutzt du für ein Programm? Ja, ich benutze GIMP. Ja, das File kannst du nicht von mir haben, solange du nicht Photoshop hast. Lad dir irgendwie Photoshop runter. Zur Not crackst dir. What? Ich benutze GIMP. Das ist kostenlos, das ist legal kostenlos. Ich werde mir nicht illegal Photoshop ziehen, wenn ich mit GIMP zufrieden bin für die Anforderungen, die ich habe. Gab's da auch erstmal ein ewiges Theater. Also, wie viele wart ihr denn? Wir waren im Grunde 3. Es gab dann auch mal einen 4. dazu, der war kurz dabei, hat glaube auch ein paar Videos gemacht. Und ja, war dann inaktiv, der wurde dann glaube auch irgendwann gekickt. Dann gab es nochmal jemanden, mit dem ist halt auch nicht viel passiert. Dann gab es nochmal jemanden, der hat sich kurz vorgestellt und ist dann recht bald wieder von selber verschwunden. Aber so im Kern waren wir 3, die Truppe um den Kanal. Ich wollte halt so was Ähnliches wie Pizmeet haben, wo man dann auch TTT spielen kann in der Gruppe, wo man Gruppenprojekte hat, die man regelmäßig macht, wo man auch alleine was machen kann. Wo es aber auch nicht so zwanghaft wird. Und das artete bei dem Kanal dann so langsam in die Richtung aus, wo es dann quasi zum Beruf wird, wo ich dann auch zu ihm sagte, ey, unser Kanal ist nicht so groß, das ist kein Job, das ist ein Hobby. Und für ein Hobby werde ich mich nicht tot machen. Ne? Also es gab immer wieder Gezicke. Ich muss auch sagen, den Gruppenleader mochte ich nicht so sehr. Einfach weil es immer Gezicke gab. Wenn es irgendwie nicht direkt nach seiner Nase ging, wenn es irgendwie irgendwas gegen seine Meinung war. Also war schon irgendwo echt unangenehm. Ja. Und dann ging es da zu Ende, weil irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr auf diese Zankerei. Und habe dann die Videos eingestellt. Er hatte mir auch verboten, Videos auf dem Kanal hier zu laden, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal. Den Twitch-Kanal gab es damals noch nicht. Hat er mir wirklich verboten, Videos hochzuladen. Gut, kann ich auch verstehen, dass man nicht will, dass die Videos auf zwei Kanälen laufen. Vor allem, wenn man so einen gewissen professionellen Anspruch hat. Und bei ihm war es ja so eine Art Berufsanspruch. Also den Punkt kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich habe dann auch irgendwann angefangen, die Videos wieder auf meinem Kanal hochzuladen und auch auf meinen Kanal online zu stellen. Weil es mir einfach zu blöd wurde. Stellt man sich einfach so eine Gruppe mit anderen Influencern zusammen. Ist das eine Frage oder eine Aussage? Also ob man sich einfach so eine Gruppe zusammenstellen kann oder dass man das dann alternativ einfach machen soll. Das ist eine Frage, okay. Es gibt eine Internetseite, die heißt, lass mich nicht lügen, letsplayforum.de ist es, glaube ich. Und da habe ich einfach mal nachgefragt, so nach einer Aufnahmetruppe. Da habe ich einen Thread eröffnet und, nee, gar nicht, ich habe einen Thread für eine TTT-Gruppe eröffnet, dadurch habe ich meine andere Truppe kennengelernt. Aber da habe ich mich einfach mal so ein bisschen durchs Forum gescrollt und habe rechtzeitig auch gesehen, hey, hier, wir suchen Leute für eine Aufnahmegruppe, für Gruppenprojekte und auch so eigene kleine Dinger. Hat sich echt sympathisch gelesen und das anfängliche Schreiben war auch echt sympathisch. Danach wurde es halt unangenehm. Ja. Und wie gesagt, das Gezanke wurde mir dann halt so blöd und dann habe ich so sukzessive die Gruppe verlassen. Ich habe es halt einfach absterben lassen. Dann gab es noch ein bisschen privates Gezanke. Also weswegen ich dann jetzt keinen Kontakt mehr zu denen habe, ist halt private Sache. Möchte ich auch nicht zu sehr breit treten. Auf jeden Fall gab es da Unannehmlichkeiten, über die ich auch hätte reden wollen. Ich hätte es klären wollen. Aber der Leader hat dann gesagt, nö. Und hat mich auf allen Kanälen blockiert. Ich hatte auch wirklich effektiv versucht, es mit ihm zu klären. Weil ich finde, wenn man sich uneins ist, sollte man halt drüber reden können. Aber nee, so schon ziemlich kindisch, würde ich sagen. Er hatte mich dann einfach überall blockiert.